Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin's, Euri. Ja, und wir schauen hier zusammen auf zwei Damen, um die es jetzt nochmal gehen soll. Ja, einmal zur Rechten, Ossos Tochter Furith, die ja er schlussendlich aus den Fängen ja des Konkubineseins dieses unsäglichen Herzog Ingolf befreien konnte. Ja, hier ging es darum, ob sie nochmal verheiratet werden soll und naja, die beiden haben sich ausgetauscht und wenn man so will, hat Furis 2 nicht besonders glückliche Ehen jetzt hinter sich. Einmal die mit diesem unfähigen Herzog Haug, der überhaupt dafür gesorgt hat, dass sie gefangen genommen werden konnte und dann in dieses Konkubinentum gezwungen werden konnte und dann eben diese in Anführungszeichen Ehe mit diesem furchtbaren Ingolf, wo unser Ossa immer noch hofft, dass er sie da so weit vorbewahren konnte, dass diese Ehe nie vollzogen wurde. Nee, aber so haben die beiden besprochen, nee, die Furis hat da erstmal keine Ambitionen mehr. Sie möchte lieber jetzt in Kunungar Hella bleiben, sie möchte bei ihrer Familie bleiben und sich vielleicht so ein bisschen zu der guten Seele der Halle von Ossa entwickeln. Also da erstmal keine weitere Anstalten. Und auf der linken Seite Herzogin Ausra, ja, die in einer, oder die in der Vergangenheit, ist noch nicht allzu lange her, versucht hatte, näher an unseren Ossor heranzurücken, ja, die Seelengefährtin werden wollte, also irgendwo eine Liebe und Leidenschaft für unseren Ossor verspürt. Das konnte er so in der Form nicht erwidern, denn seine einzig wahre Liebe gilt tatsächlich seiner Frau Jefna. Tja, aber da hat sich doch etwas gerührt mal wieder bei ihm, bei unserem alten, lüsternen König. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wir schauen mal drauf. Wie gesagt, Ausra im Grunde die Frau unseres Sohnes. Die beiden scheinen aber keine besonders glückliche Ehe zu führen und sie ist hier auch tatsächlich des Ehebettes verwiesen. Hierüber hörte man vielleicht irgendwelche Gerüchte, ja, dass sie jetzt beide hier, ich glaube Herpes ist es am Ende des Tages, darüber daran erkrankt sind, wer das Ganze jetzt eingeschleppt hat, ja, das weiß auch niemand so genau und was diese Krankheit jetzt bedeutet, ich denke, das war zu der Zeit, also korrigiert mich, wenn ihr euch da auskennt, auch nicht wirklich so weit bekannt oder erforscht. Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass unser Ossor hier doch auch nochmal wieder ein wenig, irgendwo, wie gesagt, angepiekst ist in seiner arroganten, lüsternen Art und hier irgendwo sich etwas bei ihm geregt hat, als Ausra ihm da näher kommen wollte und so wird er versuchen, hier tatsächlich auch nochmal ein Verführungskomplott gegen die Dame oder mit der Dame, besser gesagt, zu schmieden. Genau, das zu den beiden Damen. Ja, und jetzt schauen wir einmal auf Alba, denn da ist eine Sache passiert, die ich in der letzten Folge, die mir noch gar nicht aufgefallen war. Hier, das Momentum war es eigentlich. Jetzt ist es eine Baronie oder beziehungsweise ein Fürstentum wieder. Felix, die letzte Länderei, die der Kaiser von Alba eigentlich gehalten hatte, ist unabhängig. Schaut euch das mal an. Es ist jetzt natürlich noch nicht allzu lange her, aber tatsächlich hat Fürst Wifred von Gwent das Ganze erobert. 1198, das ist im Dezember, also jetzt ein halbes Jahr her. Und dann wurde hier Fürst Etzitsch von Ferlix unabhängig. Und ja, wir haben uns solche Mühe gemacht, das alles hier belagert und jetzt ist das gar nicht mehr Teil von Alba. Es ist nicht so, dass es hier in Alba nicht genug gäbe. Interessanterweise ist Alba jetzt hier oben. Die Hauptstadt von Alba liegt jetzt hier in Nordisland, aber das ist selbstverständlich auch hier schon, na nun komm schon, besetzt von uns. Also das ist an der Stelle sehr gut. Ja, interessante Entwicklung auf jeden Fall. Wir werden jetzt hier mit unserer Armee nochmal einmal abwarten, dass die Versorgung aufnimmt und dann hier einfach nochmal weiterziehen und unsere Belagerung weiter voranschreiten lassen. Und dann haben wir auch noch diesen anderen Krieg. So, jetzt sind wir hier wieder bei
70, jetzt schauen wir mal. Marschieren wir mal hier mit rüber und ihr steht hier offensichtlich soweit ganz gut. Behalten wir euch mal hier mit in der Hinterhand. So, und parallel haben wir hier ja den Krieg unseres Verbündeten noch und der ist auch, naja, gar nicht mal so unbedeutend. Es geht tatsächlich auch hier um einen Anspruch auf das Königreich. So, und hier hatten wir schon mal eine Armee auch soweit vorbereitet, aber auch die muss durchaus noch mal etwas Versorgung aufnehmen, bevor die hier einsatzfähig ist. Ausheben können wir erstmal nichts weiter. So, wir warten noch mal einen Monat ab, denke ich. Und die Ausbildung von Markus endet, unserem Enkel. Er hat kein besonderes Talent, zeigt aber ein gründliches Verständnis der Ströme von Geld und Menschen im Reich und er legt auch eine bemerkenswerte Kreativität beim Umgang mit derlei Dingen an den Tag. Unser Enkel, genau, der Sohn eben von unserer Tochter Furis, er hat hier einen entsprechenden Anspruch, ist jetzt eigentlich ein ganz guter Verwalter geworden und wir schauen mal eben. Er ist eben hier auch Haupterbe auf die Grafschaft von Vingulmörk und ich denke, ihn werden wir uns nochmal anschauen. Vielleicht kann man da auch nochmal eine ganz gute Partie finden. Ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder, Markus. So, jetzt warten wir hier noch einmal ab. Derweil wird die Armee auch immer weiter noch verstärkt, das ist ganz gut. So, die sind jetzt soweit einsatzbereit. Wir schauen in der Zeit, was die Belagerung hier macht. 4 Monate. Das geht auch voran. Und von der Armee von Alba ist nichts zu sehen. Gut, dann werden wir jetzt hier unsere Manne nutzen. Und das ist eine, ja, klare Kampfarmee. Er ist unser bester Befehlshaber eigentlich. Wobei, ich denke, das sollte doch eigentlich unser Ratsmarschall und vor allem auch Schwiegersohn machen. So, dann begeben wir uns hier mal auf den Weg. Ja, hier sind allerdings schon durchaus auch ein paar mächtige Armeen. Da müssten wir uns schon verbünden mit unserem Verbündeten. Das ist nicht umsonst so. Ja, so dass wir hier. Machen uns erstmal hier auf den Weg in diese Richtung, dass wir hier auch etwas dann bewirken können. Ja, sie sind hier schon dabei, ihn zu verfolgen. Oh, und ein zu kesseln. Ich meine, wenn wir hier mit Verschiffungsmalus irgendwo. Jetzt drehen sie aber erstmal um. Was soweit ganz gut ist die Frage, wo marschiert er jetzt hin? Wo marschiert er jetzt hin? Weil wenn wir hier jetzt gegen diese beiden Armeen jetzt auf einmal kämpfen müssen, das wäre auch nicht so gut. Und ein weiteres Kind unserer Dynastie, ja, unseres Sohnes Scathethins ist geboren. Ja, und sie wollen ihren Sohn Osso nennen, dann sollen sie das doch tun. Mögest du stark und weise werden, kleiner Osso. So, ich bin jetzt ein klein wenig unsicher, was der beste Platz ist, um an Land zu gehen. Am besten irgendwie nicht da, wo sich hier die gegnerische Kraft massiert. Er versucht jetzt hier in eine Schlacht zu gehen, die er dann auch gewinnen kann. Das ist eigentlich gar nicht so doof, wenn wir hier hin wollten. Wie würden wir denn dann, würden wir hier weiter segeln und dann hier marschieren? Das ist vielleicht gar nicht doof. Dann bleiben wir nochmal einen Moment hier auf den Schiffen. Ja, er wird jetzt hier sogar auch noch weiter verfolgt, aber sie trennen sich. Das ist insoweit ganz gut. Und es geht um die Hingabe hier. Eine Troubadour wird bald am Hof von Le Döse auftreten. Man könnte sie einfach bitten, die Vorstellung zu ändern und sie Herzogin Ausra zu widmen. Ihr gilt meine Liebe. Naja, Liebe nennen wir es eher. Unser Verlangen.
Ja, da denke ich, werden wir schon mal oder waren wir schon mal mit erfolgreich. Von daher bewährtes wird wieder versucht. So, jetzt sind wir hier mit unserem Verschiffungsmalus an Land gegangen. Ah, der baut sich aber soweit ganz gut ab. So, jetzt wird uns hier eine Schlacht prognostiziert in 22 Tagen. In 8 Tagen sind wir diesen Malus los. Ah, der Gegner hat hier aber klare Vorteile. Dann würde ich vorschlagen, wir bleiben erstmal hier stehen. Und lassen ihn vielleicht darüber marschieren. Oha. Das war offensichtlich nicht erfolgreich an den ekelhaften Osser. Wie könnt ihr es wagen, mich öffentlich derart zu beschämen? Wolltet ihr da etwa, dass ich meinem Partner die Worte der Troubadour erklären muss? Ei, schlechte Eindrücke. Das ist jetzt aber mal gehörig in die Hose gegangen. So, jetzt marschiert er hier rein. Aber wir haben hier die Belagerung erfolgreich beendet. Es sind immer noch keine Armeen zu sehen. Ja, hier sieht man schon, Ferlix wird nicht lange unabhängig bleiben. Dann marschieren wir hier mal weiter und ziehen die Armee wieder nach. Und wie gesagt, weiter von einer Armee von Alba nichts zu sehen. Aber mit seinen 300 Mann, da wird auch nichts weiter geschehen, denke ich mal. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Also, dann achten wir mal hier drauf. Dann marschieren wir jetzt hier rüber. Tiger Verteidigung. Ja, die Verteidigung einer Furte nicht mehr. Jetzt schauen wir mal. Experte für offenes Gelände. Ja, das ist es, glaube ich, nicht. Ja, dann bleiben wir hier einfach bei Sumalisi. Ihm gilt unser Vertrauen. Und wenn ich das richtig sehe, marschiert das Verbündete hier auch rein. Ja, sehr gut. Dann sind wir hier dann auch richtig, wenn wir denn dann irgendwann mal da sind. Wo sind wir denn? Jetzt sind wir mit dabei. Sehr gut. Hier kommt auch schon Verstärkung. Ja, es ist eine schwere Schlacht für uns, aber sie geht eindeutig aus. Hier kommt der nächste hineinspaziert und auch hier haben wir wieder Vorteil. Die Furt-Tiger-Verteidigung. Niemals aufgeben. Schwerpunkt auf Ritterlichkeit. Geheiligte Natur. Wachaußenposten. Okay, wow. Das sind natürlich jede Menge Vorteile, die der Gegner da hat. Aber so konnten wir jetzt hier zwei erfolgreiche Schlachten schlagen, puh, die aber ja eigentlich nichts gebracht haben. So, wir schauen mal. Er will jetzt hier belagern, dann begeben wir uns mal in die Nachbarprovinz und bleiben erstmal hier. Und ein weiteres Kind. Auch die beiden sind aber eigentlich auch ganz umtriebig. Arnbjörn, Styr. Alles Söhne. Ossor, Erwa. Gutemund. Ah ne, hier, Malmfried ist ein Mädel. Naja, also mögst auch du stark und weise werden. So, und hier gibt es eine neue Allianz, die noch gebildet worden ist, aber ist hier noch nicht beigetreten. Wir marschieren hier raus wegen der Versorgung, aber auch hier ist die Versorgungsschwelle zu gering. Dann werden wir uns nochmal aufteilen und mit einem Teil dann der Armee auch nochmal hier rüber marschieren. Und in der Zwischenzeit, jetzt belagern sie hier irgendwelche Besitztümer. Okay, da können wir uns dann später drum kümmern. In der Zwischenzeit schauen wir nochmal hier auf diese Belagerung. Oh, und das ist eine bedeutendere Burg.
Das wird etwas länger noch dauern, aber wir besetzen das Kriegsziel. Also die Zeit tickt da auch für uns. Da müssen wir nur ein bisschen zwischendurch immer noch mal auf die Versorgung achten. Er ist hier 8 Monate beschäftigt. So, was haben wir denn da für Armeen? Das sind insgesamt 5.500. Vielleicht können wir auch einfach hier schon mal. Ist ja alles Land des Freundes sozusagen. Dann werden wir hier mal runter marschieren und hoffentlich für unseren Verbündeten ein paar Schlachten schlagen. So, hier ist der nächste mit beigetreten. Ja, es sind aber jetzt trotzdem nur noch 9.000 in Anführungszeichen. Und Scafethin ist beträchtlich verbessert worden. Auch das ist sehr gut. Und unsere Kultur hat die Hirden entdeckt. Oh Mensch, ich glaube, das ist noch eine. War das nicht noch eine Sache hier? Ja, genau, aus der Stammesepoche. Jetzt können Huskarle als Kriegsvolk rekrutiert werden, was allerdings natürlich grundsätzlich schon interessant ist. Hier haben wir die Jomswikinger im Moment als Kriegsvolk. Huskarle hier. Es ist schweres Fußvolk. Stark in Taiga und in Wäldern, in rauem Winter und in normalem Winter besonders stark. Okay, cool. Also sozusagen eine Sondereinheit der Wikinger, wenn man so will. Ja, hat jetzt ewig gedauert. Das königliche Vorrecht, wie lange braucht denn das? Noch 3 Jahre, auch interessant. Ja, sehr gut. Okay, wir schauen weiter hier auf unsere Kriege. Was macht die Versorgung? Ja, es ist schon noch okay. Hier wird der nächste Kampf gefochten. Und das Ganze hat sich erledigt. ja, nicht mehr möglich, diesen Krieg fortzusetzen. Tja, dann ist das so. Und was war jetzt der Grund? Nicht wirklich direkt ersichtlich. Okay. Ist nur in verbündetem Bereich möglich. Wir sind doch hier verbündet. Okay, gut. Dann werden wir sie aber sozusagen heim schicken hier. Oder müsst ihr einfach nur stehen bleiben, damit ihr aufgelöst werden könnt? Das ist jemand in unserem Kerker hier verstorben. Nee, wir können sie hier tatsächlich nicht auflösen. Wobei wir uns meiner Meinung nach hier auf verbündetem Boden befinden. Okay, dann segeln wir tatsächlich zurück und nutzen das nochmal. Schau nochmal auf diese Dame, die eigentlich auch unbedeutend ist. Sie ist eine sehr gute Ränkespielerin, aber sie werden wir auch mal für ein Druckmittel entlassen und dann können wir hier weiter auf diese Kriege schauen. Ja, wo noch 10 Monate belagert werden müssen. Ja, diese Armee besteht tatsächlich nur aus Aufgeboten. Die werden wir mal abteilen, beziehungsweise diese 3 Ritter werden wir nochmal auswählen. Die werden hier zukommen. Und euch schicken wir mal hier hoch, damit wir euch dann auch auflösen können. Und es gibt eine Lesung, tja, und jetzt müssen wir uns hier mal richtig entscheiden. Ja, was
Etwas Unterhaltsames. Etwas, was uns in Bildung beschert. Oh. Oh, sie ist inzestuös. Ach Gott. Nee. Aber mit dem, das hatte jetzt nichts damit zu tun, dass unser Osser ihr das Lied widmen wollte, oder? Sondern das sind irgendwelche anderen sexuellen Beziehungen, ja, die aber hier jetzt noch nicht ganz klar sind, zu wem. Aber es scheint irgendwie bekannt zu sein. Puh, etwas Frommes ist dann wahrscheinlich auch nicht das Richtige. Ja, sie ist auch Zynikerin. Wir versuchen es mal mit etwas Unterhaltsames, naja, und auch das schien nicht sonderlich von Erfolg gekrönt gewesen zu sein. Also, das Ganze sieht nicht so gut aus. So, hier sind die drei Ritter da. Wir haben einfach niemanden, auch der Ahnung von Belagerung hat, ne? Also, das ist ja tatsächlich schlimm. Wenn man nicht alles selbst macht. Unser Osser wird das jetzt hier selbst in die Hand nehmen. So, wir schauen mal auf unsere andere Armee, die haben jetzt hier gerade die Schiffe betreten. Derweil wurden unorthodoxe Doktrinen gepredigt. Und wir schauen nochmal auf diesen Krieg hier. Dieser Religionskrieg um Pommern. Da sieht es ja tatsächlich ganz gut aus für unseren Bruder. Nee, unser Sohn. Wer ist es denn? Unser Halbbruder, genau. Oh, der schon entstellt ist und der unter seinem Helm eine Maske trägt. Das sieht ja auch gruselig aus. Ja, aber er könnte da tatsächlich erfolgreich sein. Und schaut euch das mal an. Gute Grundlagen, nochmal gute Grundlagen, freundlicher Rat, Vertraute, nochmal freundlicher Rat, nochmal freundlicher Rat. Also, wow, er scheint hier wirklich sehr gut beraten zu sein, im wahrsten Sinne des Wortes. So, und mit dieser Armee hier werden wir auch nochmal etwas abteilen. Und zwar werden wir auch hier die ganzen Aufgebote rausnehmen und die dann auflösen. Der Rest der Armee wird hier nochmal Versorgung aufnehmen und dann werden wir mal schauen, ob wir die noch brauchen können. So, derweil verfolgen wir... Ah, hier ist eine Armee aus Alba. So, dann geht man hier an Land. Bilanz sieht tatsächlich auch nicht mehr ganz so gut aus. Hier können wir sie jetzt auflösen und es gibt einen Bauernaufstand gegen die bayerische Königin. Und dieser Krieg läuft auch schon etwas länger, wo es um den Anspruch des Königs von Westfranken auf das Königreich Bayern geht. Ja, der ist hier deutlich, aber auch im Vorteil von der Mannstärke. So, hier dauert es immer noch 5 Monate. Wir sind bei 80%. Und wenn die Armee hier wieder gut versorgt ist, und das ist sie gleich, dann werden wir die zur Unterstützung nochmal wieder losschicken. So, das ist jetzt der Fall. Also auf die Boote mit euch. Jetzt ist das hier schon wieder unabhängig. Mann, immer das, was wir hier belagern. Jetzt ist hier das Earltum von Shropshire unabhängig geworden. So wird es auch nichts hier mit unserem Kriegsziel, wenn irgendwie immer die Gebiete, die wir belagern, unabhängig werden. Das gibt's doch nicht. Ihr wollt hier lang keine Zermürbung. Okay, dann könnt ihr auch den Weg nehmen. Eine konzentrierte Anwerbung durch unsere Frau. Auch das ist sehr gut. Ja, jetzt oder nie. Tja,
Die Herzogin Ausra auf meine Avancen geantwortet hat, sagt mir alles, was ich wissen muss. Ja, das war zweimal alles andere als erfolgreich. Die Zeit ist reif, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Und dennoch fürchte ich, die Folgen Prinz Alf, Gemahl von Herzog Ausra und seinen Agenten könnten sich in jedem Schatten verstecken, durch jede Mauer lauschen. Tja, sollen wir es jetzt beenden? Besonders erfolgreich war es nicht, aber seine Arroganz, ach, spricht aus meiner Sicht irgendwie dagegen. Ich weiß nicht, vielleicht ist er auch ein Stück weit blind für so etwas. Also, wir werden das mal probieren. Oh, und der Zorn von Prinz Alf. Das Spalier unter dem Fenster von Herzogin Ausra sieht nicht sonderlich robust aus, doch ich lasse nicht zu, dass etwas zwischen mich und meine Gelüste kommt. Ja, genau so sieht's aus. Am Ende der gefährlichen Kletterpartie greife ich ihr Fensterbrett. Ausra, so öffnet doch meine Sternschnuppe. Ich bin es, Osor. Ich klopfe an die Fensterläden, aber niemand antwortet. Wie habt ihr meine Gemahlin da gerade genannt? Ihr widerwärtig geiles Ding. Ich schaue nach oben. Prinz Alf lehnt sich aus dem Fenster über mir. Heieieiei. Tja, damit ist das aber gehörig in die Hose gegangen. Ja, Zeit zu gehen, würde ich sagen. Ja, das würde ich wohl auch sagen. So, er greift die an mit einem Mann, sehr gut. So, sehr gut. Und damit ist diese Belagerung auch gewonnen und das Ganze glücklicherweise beendet. Die 99%. Wir können hier unsere Forderung erzwingen. Er wird das annehmen. Was sie mir jetzt noch zusagen? Genau. So sei es, an den plappermäuligen König Ossor von euren Missetaten erzählt man sich von Irland bis China. Wir erhalten das Momentum von Nordisland. So sei es, dann können wir all unsere Armeen auflösen. Der Kriegerorden ist entlassen. Wer wird hier noch angegriffen? Ach Gott, wieder er. Ja, er hat tatsächlich größere Probleme. Ja, und damit schauen wir zum Abschluss einmal hier auf Nordirland und auf ganz, nein, Nordisland und auf ganz Island, was jetzt zum norwegischen Königreich gehört. Und ja, damit ist ein Projekt der Styr irgendwo abgeschlossen, was sich jetzt über Generationen hingezogen hat, glaube ich, kann man sagen. Und endlich ist Island sozusagen da, wo es hingehört, im Schoße Norwegens. So genau werden wir uns dann die neuen Besitztümer in der nächsten Folge anschauen. Ich freue mich wie immer und wie gehabt, wenn ihr auch dann mit am Start seid und hier mit am Ball bleibt. Bis dahin, macht's gut, euer Henri.